mal meine beiden Assistenten. Und haben wir noch, wen können wir nehmen? Udo! Udo, geh her! Sitz dich hin! Jo, sitz dich hin, komm her! Udo, Udo, Udo! Applaus für Udo, der macht es gut! Sitz dich hin! Wir kommen zum Schluss schon bei der kleinen Darbietung. Und weil der Udo jetzt gerade von mir so auf den Arm genommen worden ist, darf er jetzt ganz entspannt sein. Udo, streck die Arme aus. Die beiden Zeigefinger zusammen. Genau. Wie fühlst du dich? Ist okay, oder? Ich brauche noch mein Spezialrequisit, Udo. Würde ich nie machen, mein Spezialrequisit. Udo, die Finger nochmal kurz auseinander. Die Arme müssen ausgestreckt sein, ein bisschen tiefer so, ja? Und die Klobolle muss sich frei bewegen. Okay, ich erkläre euch kurz das Kunststück. Also ich nehme immer so eine Einheit, mache ein kleines Bällchen draus, oder? Ja? Ungefähr so. Kann man sehen? Wichtig ist, das muss ich immer frei drehen, ja? Dann gebe ich meine Hand hier unten hin, für dich. Die andere Hand hier oben. Ein bisschen tiefer, das ist mir zu hoch, ey, spinnst du? Und dann mache ich so. 1, 2, 3 und du rätst, in welcher Hand das Bällchen ist. Hinten oder vorne? Ja? Ja, so? Vorne oder hinten? Falsch, vorne. Ja, okay. Es kann jetzt sein, dass der ein oder andere von euch sieht, wie dieses Kunststück funktioniert. Arme ausstrecken, Rolle frei beweglich. Nicht festhalten mit den Daumen. So, ja. Und ein bisschen auseinander. Nein, nicht da. Ich hab mich doch verkrampft. So, Lockerball, ja. Es kann sein, dass der eine oder andere von euch sieht, wie das Kunststück funktioniert. Sollte das der Fall sein, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ihr dürft schreien, ihr dürft toben, ihr dürft klatschen, ihr dürft eure Einkommensteuererklärung ausfüllen. Alles, was lustig ist, dürft ihr machen, ja? Aber ihr dürft ihm auf keinen Fall verraten, was ihr gesehen habt, okay? Soweit verstanden. Okay. Udo, ist abgestanden? Also ich nehme jetzt mein Bällchen, lege meine Hand hier unten hin, nehme die andere hier hoch und sage dann 1, 2, 3 und du sagst mir, in welcher Hand das Bällchen ist. Hinten oder vorne? Vorne. Richtig, Applaus für Udo. Damit du es etwas leichter hast, nehme ich gleich ein doppelt so großes Bällchen. Und ihr habt es verstanden, also wenn ihr irgendwas seht, ihr schreien, oben lachen, Einkommensteuererklärung und Führer, aber das ist nicht so schlimm. Bist du soweit, lieber Hund? Warum schreibst du schon? Voller Raum. Brutal, oder? Und ihr dürft auch nichts verraten, ne? Und das muss immer frei beweglich sein. Die Arme müssen da vorne sein. Ja. Und ein kleines bisschen tiefer so ist das für mich viel angenehmer. Okay, gut, dann bist du soweit. Ja. Dann machen wir jetzt ernst. Magst du die Hand lieber oben oder unten? Was ist hier angenehmer? Mega. Okay, dann nehmen wir sie oben. Bist du soweit? Achtung, es geht los. 1, 2, 3. Welche Hand? Vorne ist falsch. Komm her, Udo, ich nehme ein paar mehr. Dann hast du es vielleicht ein bisschen leichter. Moment, machen wir es hoch. So, das ist jetzt die Zeit groß, oder? Okay, bist du bereit? Achtung, es geht los. Genau hinschauen, ja?